Der nächste Redner kommt von den Freiheitlichen, Christian Ries. Der IBIZU-Ausschuss liegt also hinter uns und damit unzählige Stunden des Befragens und des Aktenstudiums. Zurück bleibt bei mir und bei vielen anderen ein schaler Nachgeschmack, was den Hergang der Ermittlungen zum Video betrifft. Am Beginn stand also dieses Video, das von langer Hand geplant war und das zum Ziel hatte, eine stark aufsteigende FPÖ unschädlich zu machen oder gar zu vernichten. Auch eine Gewinnerzielungsabsicht war ein wesentlicher Antrieb der Organisatoren, den Anwalt H. und seinem Atlatus, dem Anwalt M. und seinem Atlatus H. Das gestreute Gerücht vom zivilgesellschaftlichen Projekt, davon blieb nach den Befragungen nicht mehr allzu viel übrig. Es wäre ohnehin wenig schlüssig gewesen, denn hätte man das gewollt, hätte man das Video gleich veröffentlichen können. 3 Monate Zeit wären noch gewesen bis zur Wahl, also Zeit genug für einen Skandal. Aus heutiger Sicht ist eher wahrscheinlich, dass der Preis nicht gestimmt hat. Und daher blieb das Video unter Verschluss vorerst. Am 17. Mai 2019 platzte dann die Bombe, wie auch am Terminkalender des Herrn Bundespräsidenten richtig vermerkt war. Die Frage, was zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung des Videos geschah, konnte letztendlich nicht vollständig geklärt werden. Aber wir wissen, dass der SPÖ der Preis fürs Video offenbar zu hoch war, denn schlechte Wahlergebnisse hinterlassen auch in den Kasten ihre Spuren. Wir wissen ferner, dass das Video einem Vertrauten von Hans-Peter Haselsteiner vorgeführt wurde. Auch da lässt sich kein Nachweis erbringen, dass daran Interesse bestand. Über ein Verkaufsangebot an die ÖVP wissen wir nichts. Merkwürdiger scheint nur, warum die ÖVP dieses Mal nicht als potenzieller Kunde von Anwalt M. erkannt wurde, zumal er der ÖVP schon 2014 ein Haarbüschel von Strache anbot, das einen Drogenkonsum hätte nachweisen sollen. Aber kommen wir zurück zum 17. Mai 2019. Bombe geplatzt und bald daraufhin tut die damalige Regierung das auch. Und bereits am 22. Mai erwächst im Bundeskanzleramt der dringende Wunsch, 5 Festplatten aus dem Hause außerhalb des herkömmlichen Verfahrens zu vernichten und die gespeicherten Daten unbrauchbar zu machen. Es sind, so sagt Dr. P. aus dem Kanzleramt, Festplatten von Multifunktionsdruckern. Es waren exakt 3 Festplatten der Marke Toshiba und 2 Stück HGST. Auffällig ist, dass alle Festplatten von baugleichen Druckern stammen sollen, aber sowohl vom Speichervolumen als auch von der Materialstärke her unterschiedlich sind. Die HGST-Festplatten sind wesentlich schlanker und werden an sich in Notebooks verbaut. Unter anderem baut Dell solche Notebooks. Der Umstand, dass solche schlanke Festplatten laut Hersteller auch in Multifunktionsdruckern funktionieren würden, beweist nicht, wie die ÖVP in ihrem Bericht sagt, dass sie auch aus diesen Druckern stammen. Dass sie funktionieren, heißt eigentlich nur, dass man sie dort auch anschließen kann. Oder anders erklärt, ein Ladegerät für ein Samsung-Telefon können Sie auch an ein anderes Telefon anschließen. Es funktioniert ganz einfach, nicht mehr und nicht weniger, heißt das, was der Hersteller gesagt hat. Aber weiter. Schon am 23. Mai eilt ein junger Mitarbeiter des Kanzleramts unter falschem Namen zur Firma Reiswolf in der Hoffnung, dass die Firma Reiswolf ihrem Namen gerecht wird. Er benimmt sich laut Zeugen mehr als ungewöhnlich und verlangt, dass die 5 Festplatten nicht nur geschreddert, sondern geradezu pulverisiert werden. Danach eilt er von dannen, vergisst jedoch zu zahlen. Und deshalb erstattet die Firma Reiswolf 2 Monate später die Anzeige, dass sie diesen Mann an Seite des Kanzler Kurz auf einem Video wiedererkannt hat. Die inzwischen gegründete Sokotep nimmt sich im Auftrage der WKStA der Sache an. Der Reiswolf wird befragt und kurz darauf der Mitarbeiter Arno M. ausgeforscht. Die WKStA erkennt den zeitlichen Konnex zwischen dem Erscheinen des Videos und der eiligen Schredderei und da die Schredderhandlung vom Mitarbeiter des Kanzleramts mittels Handy gefilmt wurde, wird von der Soko richtig erkannt, dass das Telefon eventuell Beweismittel sein könnte. Die Staatsanwältin
der WKStA stimmt dem zu und es wird eine freiwillige Nachschau beschlossen, um der ganzen Sache nachzugehen. Es erfolgt keine schriftliche Hausdurchsuchung, eine schriftliche Anordnung zur Hausdurchsuchung. Das hätte zu lang gedauert. Die Medien waren bereits auf der Spur. Die Zeit war nicht da. Ist auch nicht ungewöhnlich in der polizeilichen Praxis. In aller Eile wird der Mitarbeiter in der ÖVP-Zentrale lokalisiert und er stimmt der Nachschau zu. Was wird gesucht? Datenträger wie das Telefon oder das Notebook, das man aber gleich liegen lässt in der ÖVP-Zentrale. In der Wohnung wird dem Schredderer das Telefon abverlangt. Die Sokotep hat das Telefon nun in Händen. Das Ziel der freiwilligen Nachschau wäre eigentlich erreicht, aber was macht man damit? Man macht gar nichts damit. Es geht ungeöffnet an ANOM zurück. Man scheint plötzlich den Grund der freiwilligen Nachschau vergessen zu haben. Auch das Notebook wird gar nicht mehr eingeholt. Die Staatsanwältin der WKStA kann den Bericht über die Nachschau kaum fassen und fragt sich, warum keine Sicherstellung erfolgt sei. Denn das war ja schließlich der Grund der Nachschau. Der Beamte hat uns diesbezüglich im Ausschuss gesagt, dass sinngemäß ohne Auftrag bei Ihnen nichts geht. Aber warum man sich den Auftrag nicht auch telefonisch eingeholt hat, und das hätte man können, darüber konnte er uns nicht Aufschluss geben. Die WKStA wird dann unwirsch und gibt eine schriftliche Anordnung heraus, die aber nicht mehr zum Vollzug kommt, denn es ist zu spät. Der Akt wird der WKStA entzogen und der STA Wien zugeteilt. Die STA Wien nimmt dann weder eine Einvernahme vor, noch lässt sie irgendetwas sicherstellen. Man begnügt sich mit einer oberflächlichen Stellungnahme des Bundeskanzleramts und die Ermittlungen werden eingestellt. Ja, werte Damen und Herren, wenn auch Sie den Kopf darüber schütteln, dann verstehe ich das, mir geht es ebenso. Christian Ries von der FPÖ über die sogenannte Schredder-Affäre, die auch Thema im Ibiza-Urschuss war.